Wer ist Boy? Das ist Lorlor auf ihr West. Der ist ein Casio Karma 2-Trick. 7 LP Wert auf ihr West, Low Challenger. Also vielleicht sogar bis 1000 LP Challenger, würde ich sagen. Aber also eher Low Challenger, also so 900 LP würde ich sagen. Mit West Challenger fängt bei 910 an, oh. Ja, also Low Challenger einfach. Sag mal einfach Low Challenger. Well, ups, ey. Ja, mal noch was für Javan. Ich sehe nur Ezreal pick Javan. Javan ist gut gegen Ezreal. Ich weiß, Leute denken, das ist andersrum, aber nee, das ist terrible. Das ist actually. Also, Javan countert Ezreal. Ja, warum? Weil er muss immer deine EQ ehen. Okay. Und dann eht er und dann hast du Ult. So, und dann hat er den Damage nicht, um dich in deinem eigenen Pit zu killen. Und also andere AD Carries schaffen es, nachdem du sie einsperrst, dich zu 1v1 in deinem Pit. Und das kann Ezreal nicht. Noch eine Sache. Ezreals E-Animation ist sehr langsam. Das heißt, du hast meistens den Schaden von der EQ trotzdem drin. Du kannst das Vi-gepickt, obwohl die nur am Verlieren ist in Competitive. Also, ich glaube, Vi kann gut sein, aber ich glaube, sie ist tatsächlich fake da. Also. Ich glaube nicht, dass das Vi so gut ist. Vi wurde gerade von EDG gefirstpickt. Hui. Ja, ich meine. Also, wie gesagt, ich glaube, sie kann gut sein, aber ich weiß nicht, ob sie so firstpickbar ist. Ich glaube eher nicht. Also ich glaube nicht, dass sie ein Wukong-Niveau hat. Aber maybe. Vielleicht habe ich nicht genug Vi gespielt oder gegen gespielt. Weil wir haben ja auch ein Game gegen Vi verloren, ne? Und ein Game gewonnen, aber CW ist gut gegen Vi. Ist es das? Weil ich meine, du kannst ja, wenn die Vi mit Smite spielen, mit Blue Smite, dann ist das gar nicht so easy. Du kriegst das nicht so einfach geblockt. Boah, Karthus ohne Flash mit Ignite. Was habe ich gesagt? Ohne Flash mit Ignite. Mit Flash? Oh. Natürlich sagt das, aber naja. Ich hätte nichts weinen müssen, ne? Wenn ich da einfach nur cool bleibe. Oh mein Gott, das ist nicht gut. Warum sollte man das flippen? Wenn sie oben nicht flippt, dann ist der Karthus jetzt gleich einfach tot. Sie steht wahrscheinlich eher einfach an. Naja. Dann halt nicht. Find me greater foes. Und oben ist nochmal gestorben und das wird ein Ruffy McTuffy, glaube ich, diese Runde. Ist so. Naja, ist okay. Ist okay, whatever. Diese Katharina ist so witzig. Warum sind die hier oben? Die campen nur mich. Der Flash ist ein bisschen blöd, ne? Wobei. Ich konnte jetzt nicht instant herhalten, ne? W? Okay, hat also keine Ult, ne? Ich habe ein Second Item, Frozen Heart. I pinged Javan 100 times. Leute, er hat mich gepinkt. My bad. Wie kann man jemals. Also, ich verstehe das legit nicht. Ich verstehe das nicht. Wie kann man bitte so dumm sein?
Ich habe gerade einen Quadra-Kill gemacht und drei Platten genommen. Aber sie hat mich gepinkt, ne? Das haben wir da gerade einfach verschenkt. Okay, cool. Also, cool war es nicht, ne? Aber... Frozen hart, let's get it. Aber drück doch Ult. Aber... Matt! Okay, it's all good, it's all good, it's all good. Ich kann das carryen. Oh my lord. Nee, die geht nochmal rein und stirbt. Okay, ich kann das carryen hier. Okay, wir haben unten den Kratos gekillt, 1 für 1, though. Hatte sie nicht getraut anzugreifen. Okay, sind 1000 Gold gewesen. Okay, an ihn. Auf Riven. Nein. Auf Riven, nein! Noch Q leider. Aber die können. Aha. Autsch. Ich glaube nicht, dass sie naschen können. Ja, ne? Yeah, es ist ein bisschen schwierig. Es ist ziemlich unmöglich für mich, den Yi zu killen und dann zu überleben. Ah, wenn der Twitch nicht Melee reinläuft, ist das actually ein guter Fight, ne? Alles tot. Uiuiui. GG. Schade. Nash hätte mir das Game gewinnen können, aber leider, also, ja, wir wissen es halt nicht.
Ich glaube nicht, dass Items hier einen Unterschied machen können, oder? Also die Frage ist natürlich, hätte ich Anathemas bauen sollen, weil ich konnte das eh nicht benutzen auf den Kardas. Die hat sich nämlich nie gezeigt. Aber ich glaube, also ich glaube, mehr Ammo oder Eli macht da nichts aus. So, ja. GG.